Hallo, liebe Besucher des digitalen Glücks. Hallo. Ich melde mich hier von der A5. Oh. Was war das? Ein M4, ne? Coole Sache. Ja. Also ich weiß, ich fahre ja eigentlich nicht so oft Autobahn. In diesem Fall, ich fahre hoch zum... Ich bin unterwegs Richtung Dodenau, genau. Dort treffe ich mich mit Matze. Und ich will jetzt auch nicht hier so eilig da hochfahren. Ich fahre jetzt erstmal entspannt. Und nach Frankfurt oder nach Bad Nauheim oder so wird dann die A5 sogar ein bisschen interessanter, würde ich jetzt mal sagen. Oder nicht mehr so langweilig. Ja, von daher geht das eigentlich. Was wir vorhaben, also ich treffe mich jetzt oben im Matze und dann ich hole den da ab und dann fahren wir wieder runter, essen was und dann geht's auf nach Michelstadt, die Mopeds verladen und ab nach Süddeutschland, genau. Da bin ich mal gespannt, wie sich der Tag so heute entwickelt. Ich bin jedenfalls erstmal gelassen. Autobahn Diaries Tag 2. Mein linder Freund hat sich verabschiedet auf einem Parkplatz. Jetzt bin ich ganz allein hier auf einer A5 an einem Feiertag. Bin ich der Einzige, der nicht schneller als 100 fährt. Und ich habe gemerkt, ich habe meine Stromversorgung für mein Handy vergessen. Ich weiß den Weg eigentlich bis da oben hin, nur im Landstraßengedöns bin ich dann noch ein bisschen aufgeschmissen. Boah, geht der steil hoch, jawohl. Abgefahrener Mist. Aber jetzt warten wir mal ab. Erstmal Frankfurt passieren. Die Cargo City und so, ne? Ich habe übrigens mein Mikro mal umgedreht. Irgendwie hochgerutscht. Jetzt bin mal gespannt, wie der Ton ist. Ja, bestimmt genauso windig, kacke wie vor. Wir haben hier irgendwie am Flugplatz die ganzen Hecken weggemacht. Man kann jetzt aufs Flugfeld gucken. Das ist abgefahren. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Wir haben doch bestimmt vorher irgendeinen Grund gehabt, wieso sie das da hochgezogen haben. Und jetzt einfach alles weggemacht. Verstehe ich nicht. Aber ist cool für Leute, die da gerne mal hinlaufen und sich das angucken. Also man kann da jetzt, man muss dann halt mit der Bahn zum Terminal 1 fahren, aus dem Terminal 1 raus und dann unten irgendwo langlaufen. Da ist so ein Fußgängerweg. Dann kommt man hier auf diesen Weg. Wer es heute gemacht hat, interessant. Vor allem wenn da mal so ein dicker Ochi startet, gibt ordentlich Gerumpel im Magen. Also das ganz cool, aber mir ist es zu windig, ich fahre wieder langsamer. Was haben wir hier? 3 Spuren und dann teilt sich's gleich. Ne? Ah. Ja. Oh, ich kann den Taunus sehen. Feldberg voraus. Land in Sicht. Aber da fahren wir nicht hin. Leider. Ja, was heißt leider? Ich will ja einen Matze abholen. Das ist ja eine coole Sache, Matze abholen. Ja, eigentlich hätte er ja auch alleine runterfahren können. Naja, ich weiß nicht. Ich nehme mal jetzt eine Spur weniger. So. Und, warte, ich habe schon Bock. Ich habe voll Bock gehabt, ihn abzuholen. Ich will ja auch da oben nochmal ins Sauerland 2-3 Sträßchen fahren. Ach, das ist einfach gut. Ja, was labert man für ein Scheiß? Also heute ist auf alle Fälle Donnerstag, der 4. Juni, meine ich, oder? Ist heute der 4.? Ja, heute ist der 4., genau. Und heute beginnt die Abenteuerreise Südtirol, Fronten Südtirol, Gardasee. Wetter scheint gut zu sein, außer die Heimreise.
Die Heimreise wird anscheinend ein bisschen ungemütlich, so wie es aussieht. Das wäre jetzt die 4-Tages-Vorhersage, aber wir wissen ja, die 3-Tages-Vorhersage ist recht zuverlässig. Und so viel Wahrscheinlichkeit, so viel, wie sagt man, also die Genauigkeit nimmt jetzt, glaube ich, nicht so schnell ab nach 3 Tagen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich habe alles eingepackt. Es soll schön warm werden da oben. Da unten. Und schauen wir mal. So, jetzt kommt gleich das kurvige A5-Gedöns um Frankfurt. Dann fängt jetzt an so. Und das macht schon ein bisschen mehr Spaß. Und lassen wir uns mal überraschen. Ah, da war ein Kollege, ein zweirädriger Freund. Aber ich habe hier einen noch interessanteren Grund, einen mehrrädrigen Freund. Ich könnte ja mal vorbeifahren und gucken, wie viele Räder er hat. Aber wenn ich dann davor bin, dann müsste ich ja quasi, um wieder dahinter zu kommen, mich von ihm überholen lassen. Weil ich kann ja nicht auf die mittlere Spur dann und mich zurückfallen lassen. Das geht ja gar nicht. Ich bin auch ein bisschen nah dran, ehrlich gesagt. Hier 21, 22, okay, super, perfekt. Ja, warte mal, die Sekunden sind schneller. 21, 22, okay, gut, perfekt. Jo, jetzt wird's, man sieht schon, die Kurven fangen an. Wir haben Frankfurt hinter uns gelassen. Jetzt kommen wir gleich durch Wetterau kreisen, so, ne? Mal Heimat. Und jo. Ich bin jetzt gerade ein bisschen immer schneller gefahren. Und mir ist gerade dann, habe ich dann hier der frische Wegen habe ich gerade gesehen und dann habe ich mich dahinter dran geknallt wieder und fahre jetzt wieder normal, ne? Normale Geschwindigkeit. Aber eigentlich will ich ja meine Reifen ein bisschen schonen und das Schnellfahren gibt ja so viel Abrieb, ne? Wegen Schlupf und so weiter. Und außerdem ist es dann sowieso gerade 120 gewesen. Und da ist mir gerade aufgefallen, wieso ist denn da jetzt 120? Das habe ich mir, da habe ich gerade mal drüber nachgedacht. Und da ist mir so die Idee gekommen. Weil man fährt manchmal über solche komischen Bitumenstreifen hier auf der Autobahn. Ach, ich muss aber gucken, wann ich. Hä? Ich muss irgendwann die Autobahn wechseln. Wie ist das denn? Boah, das ist doch schön hier. Hoch, runter, das ist cool. Wir sind jetzt hier schon. Wo war mein Wetteraufpreis? Ah, guck mal da, was ist denn das? Das ist die Burg, Ronneburg. Die Ronneburg, da hin. Also was mir jetzt dann. Das ist doch schön hier. Ja, traumhaft. Traumhaft. Also was mir so eingefallen ist, als wir diese Bitumenstreifen da drüber gefahren sind, diese, ja, wie ist denn das, rechte Winkel zu mir halt, ne, quer. Und manchmal denke ich mir, dass es irgendwelche Messstreifen sind, weil irgendwas gemessen wird. Autobahnauslastung oder vielleicht machen das auch mit Kamera, ich weiß es auch nicht. Ich meine, hier so Messstation, jetzt wieder frei, ne, wegen dem Hochruder da. Und da könnte man doch, wenn die Leute gerne schnell fahren und so, die fahren ja hier ganz schnell, schneller als der Wind. Und da könnte man das doch eigentlich so machen, weil wieso, wenn diese dynamischen Begrenzungen da kommen, dann ist es doch meistens wegen Staugefahr, oder? Und man könnte das doch dann so machen, dass man durch diese Streifen, durch die Streifen den Abstand der Autos zueinander misst. Ich meine, es gibt jetzt schon die Intel Haswell Generation, die wird wahrscheinlich leistungsfähig genug sein, um in kleinen Zeitabständen das alles zu berechnen. Bei weniger Leistungsaufnahme und weniger Abwärme. Ja. Da könnte man doch das machen, dass man die Abstände der einzelnen Autos misst und je nachdem. Der fährt jetzt zum Beispiel da vorne wieder zu dicht auf. Und dann könnte man doch sagen, hier, du fährst zu dicht auf. Warnung, bitte mehr größeren Abstand halten oder so. Und
dann müsste man quasi das nur noch verkünden. Dann müsste man das quasi nur noch verkünden, dass, dass bei großem Abstand, wenn du großen Abstand hältst, dass dann die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben wird an Stellen, wo das halt so gemacht wird. Wegen Staugefahr oder sowas, dass da die Geschwindigkeit begrenzt wird. Das ist doch mal eine Idee. Oder ist die absurd? Ah ja, das ist mir gerade so in den Kopf gegangen. Kann man ja mal drüber nachdenken. Wird zwar nicht kommen, aber vielleicht geht es in ja ein paar junge Zuschauer unter euch. Ein paar junge unter euch, die das Ziel haben, Verkehrsminister zu werden und diese neue Technologie dann in 70 Jahren anwenden. Das wäre doch was. Da würde ich mich echt geehrt fühlen, wenn dann, wenn irgendwo mal kurz, ja, keine Ahnung. Ja, eigentlich bin ich nicht so. Ach, mir ist eigentlich wurscht. Hauptsache, es wäre cool, wenn das dann, okay. So, ich genieße noch ein bisschen Landschaft. So, ich habe die Autobahn verlassen bei Fernwald. Und bin jetzt auf dem Weg. Ja, bin auf dem Weg weiter. Oh, bin auf dem Weg auf das Scheiß, auf eine neue Autobahn. Och nö, oder? Ach, ich kann mich erinnern, stimmt, wir haben hier irgendwo die Autobahn gewechselt. Ach, Kacke. Ankunftszeit beträgt bisher 10.52 Uhr. Aber es sollte dann, dieses Autobahnstück sollte nicht mehr so weit, so viel sein dann. Ich glaube, das ist dann, es geht dann. Machen wir hier mal ein bisschen Kurven. Genau. Und schauen wir mal, ich freue mich.